Ihnen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich gleich zu Beginn auch als Vorsitzender der Mittelstandsunion der CSU in aller Deutlichkeit sagen, die Steuervermeidungs- und Nullsteuerstrategien einiger internationaler Großkonzerne sind für mich inakzeptabel und auch hochgradig asozial, denn es ist ein Anschlag auf unsere freiheitliche Gesellschaft, die letzten Endes auch dem einzelnen Individuum eine Verantwortung übergibt. Und das ist ein Verlust von Verantwortung, meine Damen und Herren. Die ehrlichen Bürger und rechtschaffenden Unternehmen tragen umso höhere Steueranteile, je mehr multinationale Konzerne oder Großanleger Gewinne verkürzen oder verlagern. Die Enthüllung multinationaler Konzerne über multinationale Konzerne und ihre Steuermoral sind doch für die Menschen und für uns auch hier ein Skandal und geradezu ein Schlag in das Gesicht der vielen ehrlichen Steuerzahler in unserem Land. Uns wird immer wieder vor Augen geführt, dass wir bei Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen leider noch lange nicht am Ende unserer Bemühungen sind. Deshalb sind unsere gemeinsamen Initiativen notwendig. Deshalb unsere intensiven Beratungen, auch im Finanzausschuss. Deshalb müssen wir federführend handeln. Wir geben und wir dürfen da nicht aufgeben. Es ist zwar ein Kampf gegen Windmühlen in Steueroasen geradezu, aber wir kommen Schritt für Schritt voran. Und es bleibt doch heute festzuhalten, mit den heute zu beratenden Gesetzentwürfen leisten wir zur Beendigung von Steuervermeidungsstrategien einen weiteren wichtigen Beitrag. Denn wir werden dadurch weitere Missstände im internationalen Steuerrecht beseitigen. Und wir sagen damit einzelnen großen Konzernen den Kampf an, die durch Ausnutzung unterschiedlichster Steuersysteme ihre Steuerlast auf ein Minimum drücken wollen. Einerseits wird der Staat zukünftig wieder dann Einnahmen erhalten, die ihm zustehen. Daraus ergeben sich dann auch finanzielle Spielräume, die dem Gemeinwohl dienen. Andererseits werden mittelständische Unternehmen im Wettbewerb nicht weiter gegenüber international agierenden Konzernen benachteiligt, die die unterschiedliche Steuergesetzgebung der Länder ausnutzen und letzten Endes auch den Ländern den zustehenden Steuerkuchen letzten Endes vorenthalten. Wir haben mit diesen Initiativen, mit dem Gesetz heute natürlich vollumfänglich einige wichtige Punkte, und das sind die wesentlichen Ziele. Erstens, die Informationsdefizite der Steuerverwaltungen werden damit abgebaut. Zweitens, das Ausmaß und der Ort der Besteuerung wird stärker an die wirtschaftliche Substanz gekoppelt werden müssen. Drittens, die Kohärenz der nationalen Steuersysteme wird vergrößert. Und viertens, der internationale unfaire Steuerwettbewerb wird damit, wenn das durchgesetzt ist, und wird das doch wesentlich eingedämmt. Ich glaube, wir sind uns heute darüber einig im Hohen Haus, dass diese Ziele ganz, ganz wichtig sind und vorankommen müssen. Aber wir sind noch unterschiedlich in den Punkten der Unternehmensdaten, die zur Bekämpfung der Steuerpraktiken genutzt werden sollen. Ich glaube, die Finanzverwaltungen sind eindeutig der Ort, wo letzten Endes diese Daten hingehören. Ein Steuergeheimnis in einer Demokratie ist auch eine wichtige Errungenschaft, und das Steuergeheimnis muss auch bleiben. Deshalb ist es ein wichtiger Kernpunkt, dass es in der Vereinbarung den Schutz der Vertraulichkeit und der Datenschutzvorkehrungen gibt.
Nur die Finanzverwaltungen haben doch die Befugnisse, um Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung auch effizient zu bekämpfen. Das haben doch nicht wir im Finanzausschuss, das hat nicht die Journalie, das haben nicht die Bürger, sondern es gehört in die Finanzverwaltungen, die wir stärken müssen, die wir letzten Endes unterstützen müssen, dass sie ihre Aufgaben auch letzten Endes auch durchführen können. Und die Veröffentlichungen von solchen Steuerdaten in der breiten Öffentlichkeit weckt natürlich Begehrlichkeiten auch in anderen Ländern, die zum Teilweise nur Teilunternehmen haben. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir das gemeinsame Ziel nicht untergraben jetzt mit der Diskussion um die Veröffentlichung von Daten. Wir wollen, dass das Steuergeheimnis Steuergeheimnis auch in der Zukunft bleibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.